ist halt immer so und wenn das dann einem selber passiert, dann glaubt man es nicht so. Lächle, du bist eine der schönsten Personen, die ich heute gesehen habe. Auch wenn ich dich zu Hause vorm Bildschirm, vorm Handy, vorm Laptop, vorm PC gerade nicht sehen kann, du bist eine der schönsten Personen auf dieser Welt. Eine Bereicherung für deine Familie, Freunde und alles andere. Heute werden wir ein Video machen, was wirklich das Herz jeder Menschen berühren wird. Und du lehnst dich jetzt entspannt zurück, liegst auf dem Bett, auf der Couch, auf dem Stuhl, bist gerade am Kochen oder so. Und jetzt genießt du dieses Video mit Herz. Wir haben hier einige Blumen, wir haben einige Gummis, Boys, nicht falsch denken. Und wir haben diese tollen, ja, ich sag mal Grußkarten. Da steht drauf, lächle, du bist einer der schönsten Personen, die ich heute gesehen habe. Und diese Blumen und diese Karten werden wir zusammen mit diesem Gutschein von der Eisdiele Casa del Gelato verschenken. Und zwar werden wir diese Karten mit den Gutscheinen und alles mögliche, die Blumen, einfach bei Leuten hinlegen, die irgendwo am Sitzen sind und deren Reaktion filmen, wenn sie sich diese Karte mit diesem Spruch durchlesen werden. Da bin ich sehr gespannt, wie das endet, wie die Reaktion der Leute ist. Und wenn ihr auch mal lecker Eis essen gehen wollt, kommt gerne hier hin. Casa del Gelato am Kaufhof hier, ja, in Krefeld. Ihr wisst alle, wo das ist. Let's go. Wir werden jetzt diese Blumen einfach mal auspacken. Ich wollte das erst mit Rosen machen, aber ja, hat sich jetzt so doch besser ergeben. Diese Blumen werden wir jetzt zusammen mit dieser Karte gleich irgendwo hinlegen. Und natürlich nicht zu vergessen, der Eisgutschein. Das machen wir mal kurz alles fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So werden wir die jetzt alle fertig machen und ich finde, das sieht sogar echt sweet aus. Und dann werden wir die gleich einfach neben Leuten hinlegen und gucken, was passiert. Richtig süß, Alter. Ich sag euch ehrlich, sowas müsste man öfter mal machen. Besonders in Krefeld. Ich weiß gar nicht, wie das hier bei den Krefeldern ankommt. Ich denke, soweit ist das fertig. Ich finde irgendwie, der sieht am schönsten aus. Sag ich euch ganz ehrlich. Diese Blumensträuße nehmen wir jetzt und werden die jetzt bei irgendwelchen random Leuten hinlegen. Ich würde sagen, let's go. Jetzt wird's spannend. Das war wie so eine Drogenübergabe, Digga. Jetzt wird's echt interessant. Leute, wir müssen rennen, das wird so krass, Alter. Oh mein Gott, der ist rechts runter. Und jetzt können wir direkt gucken, ob die erste Frau auch was genommen hat. Warte mal, die Frau, ist die noch da? Die Frau sitzt da immer noch, Digga. Bruder, jetzt können wir da nicht vorbei, weil... Was mache ich jetzt? Eigentlich wollte ich dem Typ hinterher und fragen, so, ob er das süß fand, so, aber... Die Frau nimmt die Hand und die hat die gerade angeguckt. Oh mein Gott. Leute, den Typ haben wir leider verloren. Wir wollten hinterher rennen. Ich wollte einfach ein bisschen fragen, so, wie der sowas findet, so eine kleine Aufmerksamkeit am Tag einfach mal zu bekommen. Wir stehen jetzt genau hinter der Frau. Und leider ist gar keine Reaktion, deswegen werde ich mich jetzt auf die andere Seite hinsetzen zur Bank und ihr eine Handgestik machen,
dass sie die aufmachen soll, in der Hoffnung, dass sie das sieht. Ja, mal schauen, wie das ausgeht. Okay, Leute, bisher hat sie mich nicht gesehen, aber sie guckt und, nein, sie, oh, jetzt guckt sie doch, sie sucht irgendwas. Sie hat die Blume in der Hand, sie hat die Blume in der Hand. Oh mein Gott, oh mein Gott. Aber wisst ihr, was geil ist? Sie hat mich immer noch nicht gesehen. Jetzt ist sie wieder in ihre Arbeit vertieft. Aber sie hatte die Blume auf jeden Fall in der Hand. Wir gehen jetzt einfach daneben und ich frage, was jetzt abgeht, ob sie sich gefreut hat oder so. Do you have seen this card? No. The yellow card? Not yet. There is a yellow card. The other side, yeah. And I don't speak German. Not German? No. Only English? English and Spanish. Okay. Can we make people a little gift? Yes, yeah, a little gift. Thank you. Yeah, no problem. Have a nice day. You Ciao. Too, thank you. Jetzt machen wir den Hotspot überhaupt. Wir gehen nämlich zur Rheinstraße. Die Rheinstraße ist krass, sehr, sehr krass. Wir schauen jetzt, was da abgeht und legen die da irgendwo hin. Was geht? Du bist eine glückliche Besitzerin von Tulpen. Dankeschön, das ist super nett. Wie heißt du? Lea. Lea, ja, ich hoffe, du hast dich gefreut. Ja, und mega. Du kannst jetzt Eis essen gehen. Das ist beim Kaufhof, die Eisdiele. Oh, cool. Ach, ja. ist das hier dieser Gutschein? Oder? Genau, das ist der Gutschein. Hast du auch den Zettel gesehen da unten? Ja. Ich habe mich mega gefreut, weil man sieht das halt immer so. Und wenn das dann einem selber passiert, dann glaubt man es nicht so. Ne? Genau. Ja, danke schön. Freut mich, dass ich dir eine Freude machen konnte und dass du lächeln konntest. Ja, danke schön. Gut, komm gut nach Hause. Danke, tschüss. Danke. Ich sag euch ehrlich, das war die beste Reaktion heute, die wir hatten. Und das Beste kommt immer zum Schluss.